Ich hoffe, ich versage nicht so wie die letzten Tage. Die letzten 2 Tage, um genau zu sein. Heiliges Tal. Schon lange, lange nicht mehr gehabt. Ach, hey, bevor man da hin. Heiliges Tal bin ich noch nie mit der Stuck gefahren, wenn ich mich recht an erinnere. Tja. Die Wahl der Qual. Oder die Qual der Wahl. Ja, mal warten, was die anderen so machen. Siegchance 47, relativ ausgeglichen. Warum nicht? Auf geht's! Okay, die machen sich erstmal selber ihren Schaden. Auch nicht verkehrt. Weißt du was wir hier machen? Wir fahren jetzt hier den Baum über den Haufen. Nee, das ist kacke. Kein Sichtschutz. Da habe ich den Baum im Weg. Den Stein da. So, dann stellen wir uns hier so hin. So. Und schauen wir mal, was so daherkommt. Es ist schön, dass unsere ganzen Heavys. Der ist da drüben, da komme ich nicht ran. Der wird es nicht lange machen. Uff. Was zu erwarten war. Ich werde mal hier hinfahren. So. Ja, die Stucke ist auch nicht verkehrt. Nachladezeit von 4,1 Sekunden. 4,21. Mann, was ist denn los? Da kommen sie alle. Nee, ich bin ein Trottel. Vor mir ist das Haus selber kaputt. Da war doch gerade was. Da ist er. Sogar getroffen. Ausgeschaltet. Sogar getroffen. Das Haus da weggefahren. Schießen. Sechster Sinn habe ich auf meinem Panzer drauf. Das erste. Was auch nicht verkehrt ist. Hey, die rushen durch. Warum sehe ich die nicht? Wirkungstreffer. Oh, getroffen. Schon wieder getroffen. Die rushen ganz schön durch. You cannot die. Wir sind so klar. Ja, ich hab doch repariert, Mensch. Wie viel Heavy standen da drüben? Warum hat er jetzt nicht die Kette repariert, Clay? Meine Herren. Jo, schauen wir mal den zu. Aber ich befürchte, wir werden es verlieren. Jetzt kommen die anderen von hinten. Beziehungsweise von der Seite da wahrscheinlich gleich.
als Boost. Schieß halt. Funke ausgefallen, Signalreichweite verringert. Was kann man jetzt dazu nur sagen? Schauen wir mal den anderen Kollegen zu. Schon ist vorbei. Gut, ich dachte jetzt eigentlich, die mischen von hinten auf, aber konnte ja nicht. Die haben durchgekappt. So. So. Ja, dann halt gleich nochmal. Hilft ja nix. Und warten, und warten, und warten, und warten. Südküste. Stellt sich bloß die Frage, auf welcher Seite? Auf der. Wo stellen wir uns da hin? Wieder da oder da auf dem Hügel? Die haben auch einen Stuck. Schon Stuck B haben wir, haben zwei Stuck. Frage aller Fragen. Legen wir los. Ich fahr jetzt erstmal hier vorne hin. Mathilda. Oh. Kann ja mal passieren. Hin. Und warten auf Kundschaft. Ja, Tarnnetz-Schirmfernrohr. Alles aktiv. Und ich schieße die Mauer zu. War ja so klar. Wirkungstreffer. Wirkungstreffer! Ohne Nachladezeit zu gering. Schießt aber keiner mehr. Was soll denn das? Was macht denn die Stuck? So. Chefi ist auch schon durch. Oh. Panzer 3. Wolverine. Schauen wir mal jetzt, was hier sie einstellen. Ob man da was machen können. Ich glaube es zwar nicht. Da nicht. Und da auch nicht. Also jetzt. Was hat denn das jetzt so geruckelt? Das ist der richtige Schild.
losschießen. Einfach mal frei Schnauze. Fahren wir mal hier hoch, schauen wir mal, ob wir da ein bisschen was machen können. Kommen wir hier von hinten, oder? Eieiei, was war denn das? So. Da haben wir aufgeräumt auf der Seite. Bleiben wir jetzt mal hier stehen und warten. Da ist noch eine Hellkette. Nur andersrum. You cannot die. Okay. Chefi ist weg. Nein, jetzt sind sie alle zugegangen. Stuck 3G. Ist nochmal aufgeploppt. Also wirklich viel Schaden haben wir noch nicht rausgehauen. Das war wohl nix. Oh, den können wir hier treffen. Einziehen. Zack. Weg. Weg. Upsi. Ja, stellen wir uns hier wieder hin. Stellen wir uns da wieder hin und warten auf Kunsthaft. Die dann wahrscheinlich gleich rum wird. In Form eines VK 30. Ja, VK 30H und einer Pulverine. Mandarine. Nein! Wir haben uns nicht mehr hingekratzt. Wie jetzt? Wir haben nicht gesehen. Nein! Och, Mio, den wollte ich noch haben. Mio. Was soll der Geiz? Einer ist besser als keiner. So. Dann haben wir zumindest mal einen Tagessieg und einen Unterstützer gekriegt. Und wie immer, Wirkungsfeuer, Olé. Tägliche Gefechte haben wir auch. Zeige ich euch gleich, was das ist. Erfahrungsmäßig 5. Platz, okay. Schadensmäßig jetzt auch 5. Platz, okay. Die andere Stock war ein bisschen besser. Egal. Dann ja, kann man hier noch sehen. Tägliche Herausforderung, der berühmt-berüchtigte Toktober, was jetzt kommt oder jetzt läuft gerade momentan. Ist halt einfach Gefecht gewinnen unter den besten 10 Spielern sein. Ganze kann man 5-mal am Tag machen. Dann gibt es jetzt mal ein automatisches Feuerlöscher und große Ersatzteilkiste. Wie gesagt, 5-mal und dann ist die, wenn man das 14-mal schafft, dann gibt es eine TOG 2 mit einer besatzten Garagenstellplatz.
Und da bin ich jetzt gerade dabei, das zu schaffen. Was auch nicht wirklich schwer ist, das zu schaffen, von dem her ein geschenkter Panzer ist nie verkehrt. So, 25.000 Erfahrung hat das Ding schon. 31.100, dann gibt's einen Jagdpanzer 4. Schick, schick. So, weiter im Programm. Dann schickt man die Mannschaft in die Kaserne. Nehmen einen dicken Max. Und setzen da die Mannschaft rein. Ist jetzt im Endeffekt die gleiche Mannschaft. Hier sieht man Stuck 3G. Stuck 3G, bis auf 4. Der Funker ist direkt vom dicken Max, weil Stuck natürlich keinen hat. Und da der fünfte Mann ist halt direkt aus dem Jagdpanzer. Aus dem dicken Max. Und da hat der Schütze wieder Stuck. Von dem her hat aber nirgendwo Abzug gekriegt und von dem her 3 Panzer mit einer Mannschaft. 3-mal Tagessieg für die ein und dieselbe Mannschaft. Was will man mehr? So. Dann schauen wir mal. Dicker Max mit dem...